Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute am Sonntag Reminiscere. Gemeinsam mit Vikar Alexander Muth und der Sängerin Ulrike Müller feiern wir diesen Gottesdienst unter dem Motto Allen Grund zu hoffen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bedrängnis bringt Geduld, schreibt der Apostel Paulus im 5. Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Rom. Wenn ich das auf unsere aktuelle Situation jetzt beziehe, ich weiß nicht so richtig. Ja und nein, würde ich da sagen. Die meisten Leute warten sicherlich geduldig ab, aber vielen wird die Bedrängnis durch das Virus jetzt mittlerweile doch ganz schön lang. Weiter sagt Paulus aber, dass Geduld Bewährung bringt. Und ich finde, das stimmt schon. Ja, es bewährt sich, Geduld zu haben. Schaut man mal auf den Verlauf der Pandemie bei uns, dann hat sich Geduld doch tatsächlich bewährt. Obwohl auch bei uns jeder Tote einer zu viel ist, sind wir doch vergleichsweise glimpflich davongekommen im Gegensatz zu anderen Ländern. Wenn ich mich so zurückerinnere, gerade auch ans Studium, auch da hat sich Geduld ausgezahlt. Geduld durchzuhalten, obwohl man manchmal schon einfach Lust hatte, das Handtuch zu werfen, weil alles irgendwie viel zu schwer erschien. Ich denke, viele Menschen kennen solche Situationen. Ein Problem, was einfach drückt und man schiebt es vor sich her, aber irgendwie muss man dann erkennen, man kann nichts weiter tun, als einfach abzuwarten. Und am Ende steht immer Gott. Am Ende bewährt sich das Aushalten dann meistens doch. Ja, ich glaube immer mehr, Paulus hat recht. In der Bedrängnis geduldig auszuhalten, das bewährt sich in vielen Fällen. Die Hoffnung einfach nicht aufzugeben, die Hoffnung, dass Gott barmherzig ist, die Hoffnung, dass wir ihm nicht egal sind. Denn Paulus schreibt ja dann noch weiter. Geduld führt zur Hoffnung. Ich denke, du spielst auf diesen Gedanken von Paulus an. Allerdings muss ich gestehen, dass ich ein zutiefst ungeduldiger Mensch bin. Ich erinnere mich noch an einen Geburtstag. Ich war vielleicht 8 oder 9 oder 10 Jahre alt und ich war ganz aufgeregt und ungeduldig. Ich bin durch die Wohnung gelaufen und habe fieberhaft nach meinen Geschenken gesucht. Und als ich sie dann im Schrank meiner Mutter gefunden habe, ja, da war die Überraschung dann vorbei. Manche Menschen handeln genau nach diesem Motto: besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wer mag schon gerne warten, bis er an der Reihe ist? Das fällt uns im Supermarkt schwer und
Es ist noch viel schwerer, wenn es um das Warten auf den Impftermin geht. Ich habe gelesen, dass manche Oberbürgermeister sich in der Impfpriorität mal eben nach vorne gemogelt haben. Bedenklich ist dieses egoistische Verhalten. Und bedenklich ist es auch, wenn wir in der Pandemie nur an uns denken, nur nationalstaatlich handeln. Haben wir immer noch nicht unsere Lektion gelernt, dass wir nur gemeinsam aus der Krise kommen? Was bringt es uns denn, wenn nur die Bürger der nördlichen Staaten geimpft sind, dagegen die Länder des Südens hinten runterfallen? Paulus ist ausgesprochen optimistisch, wenn er schreibt, Geduld führt zu Hoffnung. Aber warum eigentlich? Einen Vers weiter lese ich von dem Grund seiner Hoffnung. Da heißt es, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Also, weil Gott so verschwenderisch mit seiner Liebe umgeht, hat Paulus allen Grund zu hoffen. Deshalb kann er geduldig bleiben. Selbst wenn nicht alles perfekt ist und wenn er sich gar bedrängt fühlt, er weiß, Gott lässt mich nicht im Stich. Er ist barmherzig. Und wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch allen Grund zur Hoffnung? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, ein Jahr Bedrängnis durch Corona liegt hinter uns. Wir danken dir, dass unser Gesundheitssystem dem bisher standgehalten hat. Aber die Einschränkungen machen vielen zu schaffen, machen viele traurig und einsam. Wir bitten dich um Durchhaltevermögen, um das Erreichte jetzt nicht aufs Spiel zu setzen. Begleite uns auch weiterhin in dieser Bedrängnis. Herr Jesus Christus, mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so oft vergessen, weil es für uns so selbstverständlich ist. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit und lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein Geschenk ist und dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Heiliger Geist, Kraft Gottes, lass uns solidarisch leben und handeln. Lenke unseren Blick auf die Menschen, die in prekären Verhältnissen leben müssen, die Gewalt erleben, unter Krieg oder Hunger leiden, sich auf der Flucht befinden. Zeige uns Wege auf, dass wir unseren Reichtum, unsere Sicherheit, unser Wissen und ja auch unsere Medikamente solidarisch teilen. Gemeinsam beten wir die Worte des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Wunsch.
Segen in diese neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Bleiben Sie gesund und behütet. Und tschüss.